Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Fun Let's Play, wollte ich gerade sagen. Zu meinem Let's Play von Deponia. Bin nicht bei TTT gerade. Ja, wir haben gerade eben meinen zweiten Versuch von der letzten Folge fertiggestellt. Es hat tatsächlich funktioniert, ich bin begeistert. Ich hoffe auch, ich bin jetzt gerade beim Hochladen dieser Folge, dass ihr das heute auch gleich noch sehen könnt. Ich hoffe, es bleibt auch so, dass mir OBS jetzt keine Probleme macht. Wir sind immer noch bei Toni im Laden und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Einfach weil es gibt ja jetzt nicht allzu viel zu sagen. Genau, dann sind wir jetzt dabei, dass wir zum Rathaus gehen sollten. Komm, raus. Ab mit dir. Gut. In die Poststelle sollen wir tatsächlich sogar gehen. Wieder einmal. Weil der Typ oben am Horchposten, der hat ja jetzt gut zu tun, dank dem Papagei. Also schauen wir mal. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Rufus ist ein Nichtsnutz. So gut, nachdem wir Rufus jetzt. Hat die Ich Schrauben vom kann jetzt hier gerade auch nicht geklaut. allzu viel reden. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor Das geklaut. heißt, ich versuche jetzt einfach ganz schnell zu agieren. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Also, dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrede. Ich liebe es, Gott zu spielen. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. So, da sind zwei oben. Links müssen drei sein, rechts eins. Nee, das sind drei. Das darf nicht bewegt werden. Und Dietz. Das geht aber gar nicht. Okay. Ich gehe jetzt da auf Überspringen, weil ich glaube, ich habe das nämlich beim letzten Mal auch nicht geschafft. Weil bei mir in der Lösung steht Taube für leichte Gewichte. Das wäre ja dann die ganz längs. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Nee, ist sogar richtig. Ich muss nur die beiden tauschen. Nee, die bleibt mit den zwei oben. Und die wird getauscht. Das kann doch so gar nicht funktionieren. Ah, okay. Alles klar, so. Ich check das Spiel nicht, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ich kann derzeit nur den da drehen. Und irgendwie ändert sich das auch nicht. Okay, dann überspringe ich das jetzt, weil ich check das einfach nicht. Absolut nicht. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Okay, dann Rufus muss ich jetzt ist wieder ein nach unten. Nichtsnutz. So, gut. Jetzt ist es wieder ein bisschen stiller. Und jetzt darf ich die Katzen ärgern. Oder was ist ärgern? Also ich glaube, er sieht das als Positives an. Ich finde es jetzt nicht so cool für Katzen. Na komm, gib ihr das. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Entspannt sieht das nicht aus, sieht eher aus, als wäre sie schläfrig. Okay, und die andere wird jetzt aufgeputscht mit unserem ach so tollen Espresso. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Ich habe gerade eben rausgefunden, wie ich die nächste Folge nennen möchte.
So. Einfach weil es so schön mit meinem Namen zusammenpasst, das Kitty Kitty. Jetzt natürlich bearbeitet mit meinem Y hinten dran. Aber komm, Kitty Kitty finde ich schon sehr schön. Oh Gott, schaut euch mal die arme Katze an. Wow. Okay. Dann muss ich jetzt ein Gewicht bestellen. Das heißt, ich gebe dem Herrn jetzt diese Coupons. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Die Katze geht voll ab. Okay. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Oh Mann. Okay, jetzt darf ich die Knitterfolie dreimal benutzen. Knick. Knick. He, he. Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Okay, der ist jetzt beschäftigt mit seiner Knitterfolie. Auch wenn ich es ja schon mal gesehen habe, finde ich es extrem lustig. Einfach, weil es so geil ist, dass ein Postroboter genau das tut. Ist doch toll, oder? Gut, jetzt darf ich mich hier hinten endlich umschauen. Miau. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. So, jetzt darf ich natürlich cheaten, einfach weil ich die Kombination ja durch die... Oh, Moment. Nochmal. Weil ich die Kombination ja nun doch schon kenne, weil ich mir die Lösungen ja aufgeschrieben habe. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht wüsste, wo ich die Kombination herkriegen würde. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Okay, Safe öffnen habe ich schon. Wippvogel nehmen. Nehmen wir mit. Genau, und hier kann ich jetzt das erste schon ausstatten, was ich brauche, um meinen Funkspruch nachher rauszusenden. Fehlt nur noch der Hörer. Da fehlt dir doch noch irgendwas. Achso, nein, ich sollte das bloß miteinander verbinden, okay. So, jetzt kommt Miezetatze zu mir. Eine für sofort und eine für unterwegs. Gut, dann lassen wir den Herrn wieder alleine. Jetzt würde ich aber fast hier mal zumachen wieder. Die Tür kann ich leider nicht mehr verschließen. Aber der ist da hinten, glaube ich, eh noch eine Weile beschäftigt. Gut, dann gehen wir wieder in das Bürgermeisterbüro. Und lassen die Katze quatschen. Wo ist denn die Katze? Eine davon hätte ich gerne. Komm, Kitty. Nein, nicht Fernschreiber. Gegensprechanlage.
Na, willst du auch mal? Nächster bitte! Süß, aber nur eine Taste für 4 Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Na, willst du... Nächster bitte! Süß, aber nur eine Taste für 4 Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Irgendwas passt da gerade nicht. Ich sollte die Katze an die Gegensprechanlage. Na? Nächster bitte! Süß, aber nur... Moment, jetzt schaue ich mal, weil ich weiß, dass ich weiß schon, dass ich den da hinsetzen muss. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Warum darf ich die Ersatzkatze? Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Warum kann ich die... Warum habe ich denn hier einen... Ach, das ist der Dietrich. Aus irgendeinem Grund kann ich die Katze da jetzt nicht hinsetzen. Laut meinem Zettel müsste ich das aber. Und beim letzten Mal habe ich das auch. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Nicht, dass ich hier irgendwo was falsch geschrieben habe, was vergessen habe aufzuschreiben. So. Ach, Ersatz... Ich hab's falsch rumgeschrieben. Die Ersatzkatze soll zum Fernschreiber und der Wippvogel soll zum... Und ich glaube, ich bin dann dementsprechend tatsächlich sogar wirklich richtig durcheinander gekommen hier. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, das tut mir leid. Und zwar... Genau, ich habe die 2 Zeilen miteinander verbunden. Ich habe Ersatzkatze plus Gegensprechanlage geschrieben. Hätte aber schreiben müssen, Ersatzkatze plus Fernschreiber und Wippvogel plus Gegensprech. Okay, gut. Gut, dann habe ich mich da jetzt leider doch ein bisschen vertan. Tut mir sehr leid. Jetzt finde ich es auch wieder nicht wieder, da was. Okay, dann haben wir Ersatzkatze plus Fernschreiber. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Und der Wippvogel darf auf die Gegensprechanlage. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Gut, jetzt darf ich wieder an die Poststelle gehen. Nächster bitte! Nächster bitte! Ich glaube, der hat auch bald keine Stimme mehr. Jetzt darf ich, glaube ich, wieder genau zum Horchposten hochgehen, weil wir brauchen ja immer noch das Mikrofon. Na, komm, geh hoch. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schinken vom Rathaus abzustehlen. Jetzt tut mir der Telefonist natürlich schon etwas leid, weil er weint. Und ich, also wir sind dran schuld. Finde ich jetzt nicht ganz so cool, aber was soll man machen? So, jetzt darf ich den Funkspruch absetzen. Endlich. Gut, dann tun wir das doch. Jetzt kann's losgehen. Ich denke, du machst das jetzt. Ach so, hallo? Gut. Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk slide hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist die größte... Cletus! Cletus! Dum-dum-dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-dap-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-dap-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia?
klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Ach nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Der arme Rufus. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Keine Belohnung ist das alles wert. Jeder hat seinen Preis. Also rücken Sie schon damit raus. Welches ist Ihr Preis? Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann wollen wir ja jetzt eigentlich der Goal Bescheid sagen. Werden jetzt aber gleich böse überrascht. Leider. So, dann einmal auf zur Notfallstation. Und eigentlich mit Goal sprechen, was leider nicht funktioniert. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel.
Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde? Wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Schnauze. So, und jetzt haben wir ein Problem. So, gut, aber bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich die Folge beenden. Einfach damit ich noch ein paar Folgen schaffe. Über die 20 Minuten sind wir ja auch schon drüber. Seid einfach das nächste Mal wieder dabei, um einfach auch zu schauen, was passiert jetzt mit Goal, was passiert mit unserem Rufus. Außer ihr kennt das Spiel schon, was sehr wahrscheinlich ist, nachdem das Spiel schon sehr alt ist. Aber selbst wenn, es könnte ja trotzdem ganz lustig sein, es sich anzugucken. Deswegen bis zum nächsten Mal.